Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Dieses Training, was wir jetzt hier gesehen haben, das ist in erster Linie eben medizinisches Training oder auch Medical Training genannt. Und das brauche ich als Tierarzt, um eben an diese Tiere so schön ranzukommen. Hat eben gesehen, wie ich Blut genommen habe. Das hat ein bisschen länger gedauert heute, weil es einfach schon sehr kalt ist und dann die Ohren nicht mehr so gut durchblutet sind. Und da muss man ein bisschen warten, bis dann einfach wieder das Blut im Ohr ist und man dann aus den Venen Blut kriegen kann. Für mich als Tierarzt ist es natürlich fantastisch, weil ich kann die Tiere unheimlich gut untersuchen. Wir können dieses Open machen, dass sie den Mund aufmachen, dass wir die Zähne kontrollieren können. Wir können sogar die Zähne reinigen, spülen, wenn irgendwas sein sollte. Wir können wirklich Medikamente sogar hinter die Zunge applizieren, dass sie dann eben auch schlecht schmeckende Sachen nehmen können. Wir können Rektalmedikamente applizieren, wir können Spritzen geben, was natürlich dann immer größere Volumina hat. Insofern versuchen wir es gerne oral oder rektal einzugeben. Und wir können natürlich auch weitere Diagnostika machen, wie Ultraschalluntersuchungen oder auch Zahnpflege. Also das ist fantastisch, wenn man so an die Tiere ran kann, wenn man sie sich holen kann und wenn man dann als Tierarzt alles untersuchen kann und alles behandeln kann und man jederzeit eben Blut nehmen kann. Diese Rüsselspülung, die wir gemacht haben, ist ein klassisches Beispiel dafür, um die Gesundheit der Elefanten zu überprüfen. Das machen wir vierteljährlich, um zu gucken, ob sie irgendwelche speziellen Erreger ausscheiden. Und ganz speziell suchen wir eben nach Tuberkuloseerreger. Der Elefant ist sehr empfänglich für Tuberkulose und insofern screenen wir da unsere Elefanten. Und das ist auch dann wichtig, wenn wir die Elefanten wieder bewegen. Da gibt es ganz klare Vorschriften, dass Elefanten regelmäßig mit solch einer Rüsselspülprobe, immer eine Dreierprobe hintereinander, eben untersucht werden müssen. Und diese Flüssigkeit wird dann kultiviert und wird dann eben auf Mycobacterium tuberculosis untersucht. Und insofern toll, dass wir das so können. Andere Institutionen können das leider dann nicht so gut und da muss man dann hingehen und muss dann das Tier sedieren und muss dann eben so eine Broncholavage machen, wo man unter Sedation dann eben bis in die Bronchien geht mit einem langen Endoskop und dann da Flüssigkeit reinspült und wieder rausholt, um an diese Flüssigkeit ranzukommen. Bei uns ist das wie so eine Sputumprobe aus der Humanmedizin, wo man dann dem Patienten auch sagt, so bitte versuch mal ganz tief was hervorzuwirken, was man dann eben auch in eine Plastiktüte spucken kann. Und dieses Sputum, eben jetzt genau das beim Elefanten, wird jetzt dann untersucht auf Tuberkuloseerreger und andere Erreger. Für dieses medizinische Training, dieses Medical Training, müssen wir eben direkten Zugang haben. Und deswegen arbeiten wir eben auch mit dem Haken. Das ist ein Werkzeug, was wir haben, eine Verlängerung. Und es gibt immer das akustische Signal für den Elefanten und wenn der Elefanten das sofort ausführt, dann brauchen wir den Haken überhaupt nicht einsetzen. Sollten wir jetzt hier auf der Anlage sein und die Elefanten plötzlich anfangen, untereinander Rangkämpfe auszuführen, das wissen sie, dass sie das nicht dürfen, weil sie wissen, dass wir Menschen was Besonderes sind. Sie können mit uns nicht so rabiat umgehen, wie sie miteinander umgehen. Das wäre für uns sofort tödlich. Und das müssen wir ihnen zeigen. Und da dürfen wir den Elefanten auch maßregeln. Das ist verlangt aus sicherheitstechnischen Gründen. Das gehört einfach dazu. Das ist, wenn man das so sieht, ist das eine schwache Aktion eigentlich, wenn man sieht, wie die Elefanten untereinander sich maßregeln. Das tun sie, indem sie sich mit den Stoßzähnen oder mit den Rüssel, so ein Rüssel hat unheimliche Kraft, ist unheimlich schwer, der ist zwei-, dreimal so schwer überhaupt wie so ein Mensch und wenn der den schwingt, dann liegen wir irgendwo in der Ecke. Und das müssen die Elefanten wissen, dass sie das natürlich nicht dürfen, wie sie miteinander umgehen, weil wir einfach viel fragiler sind. Und wenn sie mit uns so umgehen würden wie mit dem Elefanten, dann würde das für uns Menschen tödlich enden. Und deswegen wissen sie, okay, der Mensch, der ist was ganz Fragiles und da muss ich vorsichtig sein. Und das zeigen wir auch immer. Und wenn sie das mal vergessen, dann erinnern wir sie wieder daran. Thank you.
Nicht vergessen, jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.